Leutchen, ja, ihr habt ihn vielleicht gesehen, den alten Bekannten aus Nürnberger Tagen. André Hoffmann ist angekommen in London beim FC Chelsea, bei den Jungs von der Stamford Bridge. Wir spielen heute aber nicht in selbigem Stadion, obwohl hier die Einlaufhymne von Chelsea lief. Das ist das New Wembley, also das neue Wembley-Stadion. Und das hier ist das FA Community Shield Finale. Fellaini, Riesentackling gegen Llorente, meine ich, wäre das gewesen. Genau, der Torschützenkönig mit 44 Toren aus der letzten Saison. Nach 5 Minuten hier die Gelbe schon so geben, ist frech, finde ich. Also das war zwar ein ruppiges Foul, aber wir sind hier nicht in der Krabbelgruppe oder sonst wo. Wir sind hier immerhin in England. Ja, die Tacklings müssen wir bei ihm natürlich jetzt ein bisschen runterregeln. Ich schätze 30% müsste ganz okay sein. Erster Freistoß, 5 Minuten gespielt. Oscar. Ball kommt aber genau auf Jan Sommer. Der macht es dann nochmal spannend, lässt den Ball fallen, aber alles im Lot. Langer Abschlag. Ja, relativ guter Kopfball, kommt aber leider nicht beim Mitspieler an. Jetzt kann er nicht mehr so richtig. Fellaini muss aufpassen. Mata Barclay. Oh, siehst du, das war auch ein hartes Foul, aber hier geht's weiter. Da haben wir gerade den einzigen Mann bei uns gesehen, der neu ist. Auf der linken Seite, linkes Mittelfeld. Shinji Kagawa, der neue Japaner. Daniel Vaz. Super Ball nach vorne, Sigurdsson! Und Peter Cech zeigt, dass er immer noch Weltklasse ist. Im Jahre 2017. Nach wie vor im Kasten. Der Londoner, erster Eckball, kommt rein. Sigurdsson, der ist super! Pfosten, Rücken, Cech! Und wir können das Ding abstauben. Es ist Ross Barkley, der eine super Vorbereitung gespielt hat. Vorlage von Jelle Vossen. Er ist wahrscheinlich derjenige gewesen, der das Ding hier an den Pfosten gesetzt hat. Da sehen wir es nochmal. Eckball Sigurdsson. Klasse Kopfball. Geht auch nicht hoch. Tor Eden Hazard. Klar, er ist ja auch gerade mal 1,70 wahrscheinlich. Um den Dreh würde ich schätzen. Und ja, vom Rücken von Peter Cech sehr, sehr unglücklich. Aber das kann uns egal sein. Wir führen nach einer knappen Viertelstunde. Das ist Mata auf Llorente. Der steht ein bisschen weit hinten. Miralas. Wird hier gefoult von Mata. Ja, wenn man faul sagen kann. Es war ein Zweikampf, ein kleiner Rempler vielleicht. Des Spaniers. Freistoß aus der eigenen Hälfte. Heitinga. Das ist Kevin Miralas. Barclay vorne auf Pfosten. Chelsea steht sehr, sehr offen. Nochmal Miralas. Flanke. Chelsea springt am Ball vorbei. Im Himmelswillen hat es ihn da jetzt so verunsichert. Gut gemacht von Fellaini. Ball kommt nach vorne. Jelle Vossen. Auf Barclay. Ball nach vorne. Sigurdsson kommt. Aber leider zu spät. Peter Cech mit seinen langen Armen greift den Ball, bevor der Isländer drankommt. Kagawa sehr schön. Das war ein super Kopfball vom kleinen Japaner. Ball nach vorne. Hoffmann klärt. Ja, da wissen wir natürlich, wie stark der ist hinten. Fellaini muss aufpassen. Wird gefoult von hinten. Ja, mein Freund, da musst du auch eine Karte ziehen. Das war genau das Foul, nur halt umgekehrte Vorzeichen. Llorente an Fellaini. Barclay schwach. Das war keine gute Idee, den Kopfball zu spielen. Onoa versucht zu klären. Schwimmen jetzt ein bisschen da im Mittelfeld. Oh, Vossen, Hoffmann. Der ist wahnsinnig schnell, der André Hoffmann. Also da haben wir wirklich dann ein Problem, wenn wir, sagen wir mal, im Laufduell sind mit ihm. Sigurdsson, Sigurdsson, wieder Cech. Ich kann mich dann nur wiederholen. Der Tscheche hat's absolut noch drauf. Wollen wir mal gucken. Zweite Ecke wird's hier wieder gefährlich. Können wir die wieder nutzen? Sigurdsson, gutes Ding. Kagawa. Der Japaner bleibt aber leider hängen. Ich glaube an Song. Eden Hazard. Jetzt habe ich es endlich mal richtig hinbekommen. Heitinga ist relativ schnell. Der alte Mann aus Holland. Kagawa sehr leichtsinnig da. Llorente, Llorente. Komm mal nicht hin. Und das ist nach wie vor das, was ich bemängel. Jan Sommer hält zu wenig Bälle. Ja, da hat sich der Abwehr natürlich austanzen lassen. Viel zu offen stehen wir. Und der hält den Ball nicht. Cech hat vorne den einen oder anderen wirklich schon gut rausgefischt. Und hat uns da am zweiten Tor gehindert. Chelsea kommt einmal vors Tor. Und es rappelt. Pfosten, Pfosten ist durch. Pfosten. Und er macht es 2-1. Jetzt kann hier auch Cech nichts mehr machen. Jelle Pfosten.
kurz vor der Halbzeit. Ja, so weit ist es hier schon. Das Spiel ist so klasse. Es geht hin und her, dass du wirklich die Zeit vergisst teilweise. Das ist die ähnliche Situation. Abwehr steht frontal. Bisschen zu weit vorne. Der Angreifer kann sich da durchschleichen, kann die Lücke suchen und lässt dem Torwart keine Chance. Also an dem Ball konnte selbst Tschech nichts machen. Ja, die Statistik, sie lügt nicht. Wir haben ein Tor für Chelsea, wir haben eine Chance für Chelsea. Also eventuell muss ich doch nochmal in Sachen Torhüter aktiv werden. Tut mir natürlich selber leid, ne, weil ich eigentlich von Jan Sommer überzeugt bin. Aber wenn er die Bälle nicht hält, ne, dann was soll ich da machen? Und wir müssen wirklich für die Champions League gut aufgestellt sein. Nicht nur da, auch für die Liga, weil das wird wieder nicht einfach. Das sagt er so gerne, die zweite Saison ist die schwierigere. Haben wir auch in Nürnberg gesehen. Die erste Saison hat uns jeder unterschätzt, da sind wir Zweiter geworden. Und dann in der zweiten Saison haben wir es mit Ach und Krach dann noch in die Champions League Quali geschafft. Platz 4, ganz eng am letzten Spieltag gegen den HSV. Spielergespräche. Wir müssen Shawcross motivieren. Ich glaube, Onoa hat den laufen lassen eben. Also gut, sie haben die alle laufen lassen, aber er hat es noch versucht zumindest, da noch hinterher zu kommen. Heitinger auch noch motivieren. Sigurdsson, obwohl er die Vorlage gemacht hat, quasi die Ecke. Vom Spielerischen her nur mit einer 4 hier angegeben. Ich würde auch sagen, Miralas auch noch. Wir haben leider nur noch 5 Motivationsmöglichkeiten. Wir bräuchten ein paar mehr. So, Massage für Onoa. Für Heitinger. Und ich würde sagen, für Daniel Wass, unsere beiden Außenverteidiger, müssen ja viel laufen, wie wir gesehen haben. So, zweite Halbzeit steht in den Startlöchern. Wir bleiben unverändert. Und gucken mal, ob es wir jetzt vielleicht retten können, diesen Vorsprung. Oder vielleicht noch ausbauen. Das wäre natürlich das Optimale. Schlechter Pass. Aber der Japaner Kagawa, der muss sich natürlich erstmal einfinden. Das ist wirklich das erste Pflichtspiel für ihn. Mata gegen Onoa. Wir müssen mal hinkommen. Barkley. Miralas. Sehr schön gemacht, sehr schön gedreht. Lässt den Chelsea-Spiel ins Leere laufen. Vorne Forsten. Forsten gegen Sakho. Nicht genug Druck hinter den Ball. Ist natürlich eine leichte Übung für Peter Cech. Schlägt den Ball jetzt hoch raus. Kagawa wieder mit dem Kopfball gegen Azar. Kommt da zwar nicht zum Sieg in dem Duell, aber wir bekommen den Ball. Forsten. Abwehr von Chelsea steht jetzt gut. Sind ein bisschen aggressiver. Aber wir haben den Ball erneut. Hoffmann. Song. Ins Mittelfeld auf Oscar. Sehr weit hinten heute. Eigentlich ja der Mann hinter der Spitze. Offensives Mittelfeld. Ball nach vorne auf Fossen. Die machen das jetzt besser. Spielen die Bälle aber zu schnell wieder weg. Das ist unsere Chance. Super Ball raus. Da ist Kagawa. Direkt mit der Flanke. Kommt leider nicht an. Llorente jetzt. Onoa, sehr schön. Miralas, wir haben jetzt gleich eine Stunde gespielt. Ich denke mal, den ersten Wechsel können wir schon mal vorbereiten. Ball nach vorne. Jetzt habe ich es ungünstig weggemacht. Ich denke mal, Barkley ist ein bisschen müde. Dafür bringen wir jetzt Obiang. Wir können das sehr, sehr adäquat und ohne Qualitätsverlust auswechseln. Er hat selbst eine Form von 14, der Spanier. Und ja, Coleman für Miralas eventuell auf der Seite. Finde ich sinnvoll. Und eventuell die linke Seite mal gucken. Aber eigentlich würde ich den guten Kagawa da gerne durchspielen lassen. Er braucht jede Minute, die er bekommen kann mit der Mannschaft. Onoa sehr stark. Klasse hier der Außenverteidiger Miralas. Kommt dann auch durch mit der Drehung auf Forsten jetzt Kagawa. Mal gucken, was er jetzt machen kann. Spiel zurück auf Forsten. Sehr schön gemacht. Forsten ist durch. Forsten muss mehr draus machen. Kläglich vergeben die Chance. Ich bin mir sicher, auf der anderen Seite Llorente hätte das nicht so einfach hergegeben. Wieder die linke Seite. Schön gemacht, Forsten. Jetzt ist vorne Sigurdsson frei. Der winkt. Sigurdsson! Und wieder ist es Tschech. Kann er den retten? Sakai. Wahnsinnige Aktion da außen. Rettet hier für seine Mannschaft. Kommt nicht zum Eckball. Jetzt kommt Mata. Mata gegen Onoa. Kommt nicht vorbei. Sehr schöne Aktion unseres Manns auf der rechten Seite. Wechsel auch für Chelsea. Da sehen wir jetzt Obiang, Nummer 26 und Siemens Coleman. Die 23. Mal gucken, wer für Chelsea reingekommen ist. Sehen wir gleich. Fellaini guckt etwas grimmig. Chelsea-Wechsel haben wir noch nicht angezeigt bekommen.
Obiang. Coleman, das sind die beiden Neuen. Coleman mit der Flanke, Sakho. Im allerletzten Moment kommt er da noch hin. Schlechter Ball hier von Hazard. Steht Fellaini natürlich richtig. Coleman. Vorne auf Pfosten. Wir haben jetzt ein bisschen mehr Platz. Obiang geht. Obiang schießt. Peter Cech hat ihn. Noch eine Viertelstunde. Letzten Wechsel lasse ich mal stecken. Man weiß nie, was hier noch passiert. Machen die den Ausgleich? Gibt es hier Verlängerung? Dann könnten wir den Wechsel noch gut gebrauchen. Sigurdsson. Coleman. Pfosten, Sigurdsson. Das Bällchen läuft da vorne. Ja, der Ball war im Spiel. Er hat es anders gesehen. Ich hätte hier nicht gepfiffen. André Hoffmann, das war eigentlich sauber. Also wir wissen das ja aus Nürnberg. Er ist ein sehr fairer Spieler. Sehr, sehr zweikampfstark. Hier sehen wir es nochmal. Da ist der Ball. Ihr seht auch, wie der die Richtung ändert. Hätte ich nicht gegeben. Das müsste John Obi Mikel sein. Für Gotoku Sakai, den Japaner. Freistoß, Sigurdsson. Was ist das denn für ein Ding? Der rauscht mit einem Affenzahn an den Pfosten. Schade, schade. Da haben wir die Vorentscheidung verpasst. Pech für uns. Llorente jetzt. Schlechter Pass. Coleman kommt dazwischen. Ich glaube, das war ein guter Wechsel. Sigurdsson. Ich mache den letzten Wechsel jetzt. Ich riskiere es. Pfosten geht durch. Jetzt habe ich das wieder so blöd weggeklickt. Ja, wir müssen Brooks reinwerfen. Weil Onoa ist relativ müde. Aber er ist gut heute. Deswegen kommt Daniel Wass auf die Bank. Oder unter die Dusche. Wahrscheinlich eher das. Und Brooks auf die linke Seite. Kann ich mich mit anfreunden. Der Rest ist klasse. Wollen wir mal gucken, was die Chance hier gibt. Weiter geht's. Ja, Cech. Wieder Cech. Es bleibt hier beim 2:1. Holen wir hier den ersten Titel sofort im ersten Pflichtspiel. Quasi der Supercup Englands ist es ja hier, dieses FA Community Shield Finale. Meister gegen FA Cup-Sieger. Kagawa läuft nach vorne. Der hat noch Kraft. Guckt euch mal an. Der gibt Gas. Pfosten nochmal. Pfosten vorbei. Pfosten. Und das ist die Entscheidung mit dem linken Fuß. Keine Chance für Cech. Da kommt er selbst nicht dran. Der 1,96 oder 1,98 Mann. Ich weiß nicht genau, wie groß er ist. Da lässt sich Sakho natürlich komplett vernaschen. Vom Belgier vorne. Ja, und das ist es. Da kommt Benatia. Der letzte Wechsel auch noch für Chelsea, aber es wird nichts mehr nützen. Es steht 3:1. Da kann normalerweise nichts mehr schief gehen. Hoffmann wird ausgewechselt für Benatia, wie wir gesehen haben. Brooks bekommt hier noch ein paar Sekündchen. Nochmal Coleman. Seamus Coleman hat Glück, dass er den Ball bekommt. Obiang, linke Seite, Kagawa. Nochmal nach vorne. Jelle Pfosten, der hat jetzt hier Lunte gerochen. Nochmal Pfosten. Da hat er ein bisschen gepennt. Wäre sofort weitergegangen. Ist aber nicht schlimm. Das Spiel ist nämlich vorbei. Und ich glaube, besser kannst du hier nicht in die Saison starten. Chelsea, der alles überragende Club der letzten Saison. International lang dabei geblieben, trotzdem in der Meisterschaft sowas von souverän gespielt. Aber hier und heute haben wir uns heute mit einer super Leistung, so früh in der Saison schon, nach einem Trainingslager, was eher nicht so optimal gelaufen ist, haben uns sehr, sehr schwer getan in den meisten Spielen. In Kroatien, in Dubrovnik. Aber heute war es klasse. Im Wembley-Stadion von 90.000 Zuschauern. Die haben keine Chance mehr gehabt. Keinen Schuss mehr aufs Tor. Das ist überragend. 12:1 Chancen. 6:1 Schüsse aufs Tor. Ballbesitz war ausgeglichen. Das haben sie ausgeglichen gestaltet. Aber das war's dann. Das war zu wenig für die Blues. Erster Titel der Saison. Das fängt ja super an. Schauen wir gleich mal nach. Nachbericht. Bis gleich.